Mahlzeit, Freunde, willkommen zurück zur neuen Folge FIFA 19. Wie ihr in den letzten Folgen schon gesehen habt, versuchen wir unseren Mentoren Isco als Partner zu gewinnen, beziehungsweise ein bisschen besser mit dem dazustehen. Deswegen spielen wir in letzter Zeit die ganzen Folgen als Mentorenteam und das werden wir auch in dieser Folge machen. Nach dem Intro geht's los, bis gleich. So, Friends, wir sind hier in Madrid und wir starten erstmal mit einem kleinen Training. Mal gucken, ob ich es reinschneide, mal gucken, ob ich es rauslasse. Mal sehen. Wow, Friends, das war das schlechteste Training ever, Alter. Keine Ahnung, was da abgegangen ist. Ich glaube, ich wäre besser aus der Situation rausgekommen, wenn ich die ganze Show simuliert hätte, ey, aber egal. Okay, wir spielen mit... Mit wem? Oh, wir machen erstmal hier eine Runde Zweikampf, oder was? Vorm Spiel. Aha. So, jetzt wollen wir den Spieß mal umdrehen. Jetzt wollen wir hier wieder die Punkte einfahren und das Ding locker nach Hause bringen. Eigentlich ist es gar nicht so schwer, aber... der Typ in der Mitte, der geht ja auch nur immer so im Kreis, weißt du? Aber so können wir auch mal das Passspiel ein bisschen optimieren. 10.000 Punkte minus 200, Leute, 11.000. Alles klar. Zwischentrainingseinheit, keine Ahnung, was das jetzt sollte. Wir spielen mit dem Mentor gegen Tottenham. Ja, komm, wir machen's. Ich glaube, in einem wichtigen Spiel wie diesem hier können wir gut Punkte holen. So, Geheimaufgabe. Ja, wir sind immer noch in Kapitel 2. Das Witzige ist halt, dass wir dreimal Kapitel 2 haben. Ne? So von den Spielern her. Und was ist hier jetzt los? Blauer Ball oder was? Sehr geil. Dass dieses Stadion den Namen Santiago Bernabéu trägt. Ja, das war der Real. Alles klar. Damals in den, was ist das hier? Jahren, Champions League Spiel wieder? Hatte, Real zu einem absoluten Weltverein zu machen. Das ist dann ja auch Bäh mit dem Pass. Und so geht Real Madrid also. Ach, das wäre es gewesen. Das wäre das Tor gewesen. Von Hunter vorgelegt auf Isco. Da hätten wir direkt übelste Punkte gemacht. Da trennt er ihn fair vom Ball. Isco, oh, da steht ja noch einer. Ein ganz, ganz wichtiger Spieler im Mittelfeld. Er so, dann wollen wir mal gucken. Nicht ausschließlich fürs Spektakel zuständig. Nee, das sollen dann doch andere erledigen. Aber ah, er das war knapp. Um nicht wegzudenken, macht viele Wege und stellt auch die Räume. Komm zu. Schon. Lauf, 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 lauf. Und Hunter. Hunter sehr oft am Ball. Hereingabe. Da können wir das erklären. Schöne Idee, hat er gesagt. Toni Kroos. Oh, da wieder auf Isco. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Und ich habe mich sogar verdrückt. Ich habe auf Rot gedrückt, anstatt auf Blau. Eriksen jetzt. Grün. Und das ist so. Natürlich jetzt der Ballverlust. Das ist der Ballverlust, das ist richtig. Aber das ist auch wieder die Ballgewinnung. Und Hunter. Isco. So, Hunter und Isco erstmal ein bisschen hier. Hunter. Sie bieten sich an. Schade. Das ist eine Sekunde lang zu gut gegangen und wir sind nicht in dieser Position, dass wir Einwurf kriegen. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Foul, jawohl, geil. Freistoß für Real Madrid. Linker Stick ist das zu weit für eine gute Chance. Super, oh, ich habe gar nicht selber geschossen. Er holt sich den Freistoß. Ich dachte, ich könnte den Freistoß jetzt treten und quasi die Perspektive noch verändern, aber nö. Hunter. Jetzt haben sie den Ball verloren. Der wäre so geil gewesen wieder. Aber wir laufen uns hier teilweise auch gegenseitig in die Arme. Viel Platz auf außen für Tottenham. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, Tottenham. Hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Das war eine toll kreative Idee. Was ist hier denn los? Achso. Sehr, sehr enge Entscheidung. War es abseits? Aber sehr gut gesehen vom Schiedsrichter gespannt. Asensio. Asensio. Da ist die Flanke.
und der Angriff ist wohl erstmal vorbei. Oh, das wäre es gewesen. Geklärt. Da hat er mich gesehen im Strafraum. Kommt jetzt die Flanke? Au, au, au. Bale. Oh. Ach. Alderweireld klärt. Da war ich zu nervös in dieser Situation. Oh, was mir gerade einfällt. Und Eriksen. Nein, der war ein klarer Gedanke. Ah, shit. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Oh. Erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Uiuiuiui. Dembélé. Das war wieder unser Angel, oder wie er heißt. Da mit kommt der lange Haare. Jetzt hat er Platz, jetzt muss er das fahren. War nichts. Muss RMA gegen Tod. 6,3 unsere Bewertung an dieser Stelle. Ist ja mal mega schlecht. Groß. Das müssen wir ändern. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was ey, kann ich davon mal ein Replay haben? Scheiße. Jetzt Carvajal. Jetzt könnte er flanken. Oh. Gareth Bale. Groß. Marcos, da ist es. Jawohl, guter Pass. Aber immer noch eine Wertung von 6,7. Das ist richtig, 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 richtig beschissen. Ab 8 fängt es an. Nice. Naja, immerhin haben wir ein Tor geschossen. Und gehen so mit unserem Team in Führung, ne? Real Madrid hier also mit der Führung. Ich bin echt gespannt. Vertongen. Wie es hier noch abgeht in dem Game. Wir müssen auf jeden Fall wieder auf Isco und Hunter achten. Ganz souverän hier vom Torhüter. Komm hier, Kula mal den Ball gehen. Ja, 2 Minuten Nachspielzeit kriegen wir jetzt noch. Hunter. 45. allerdings erst. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Scheiße. Habe ich mir den Ball abnehmen lassen. Mist. 6,7 die Bewertung habe ich gerade im letzten Augenblick noch gesehen. Das heißt, wir müssen definitiv in der zweiten Hälfte, wir müssen definitiv hier ein bisschen definitiv. Und damit werden. Gehen wir rein in Durchgang 2. In diesem Gruppenspiel in der UEFA Champions League. Und bisher ist das eine interessante Partie. Ja, es ist eine interessante Partie. Aber ich bin zu langsam hier im. Oh, jetzt drehen sie aber auf hier, kann das sein? Nun, Lukas. Klasse Technik. So, den haben wir erstmal. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Oh, da geht er vorbei. Nein! Eriksen. Oh. Strammer Schuss, aber auch klasse gehalten. Gute Chance jetzt hier zum Ausgleich. Ege Eriksen. Na. Das war eine gute Möglichkeit. Aber werf den Ball doch. Den Ball. Er wartet lieber echt, bis wieder alle an den Ball kommen können. Jetzt wird's gefährlich. Oh, shit. Jetzt werden die hier echt gefährlich, oder jetzt was? Kann er flanken. Was ist das? Auswechslung droht. Nee. Aber da steht kein Mitspieler. Hallo. Für diese Hereingabe. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Lukas. Da hätte er den Ausgleich machen müssen. Vielleicht zu viel nachgedacht in dieser Szene. Er verfehlt. Scheiße, jetzt müssen wir aber hier. Nein. Ball bei Kane. Was ist denn das? Eric Lamela. Lamela! Alter, ohne Scheiß, was war denn das für eine. Was bin ich denn jetzt so? Und Ramos. Varane jetzt. So, komm. Alex Hunter. Nur Fehlpässe. Nur Fehlpässe. Warum? Ist das indiziert? Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Super dazwischen gegangen. Jetzt Groß. Und da ist der Ball wieder weg. Scheiße, Mann. Echt. Was ist das hier bloß für ein Zusammenspiel? Wird das eine Torchance? Das ist schon echt ein bisschen. Ah, ins Gesicht. Das ist schon echt ein bisschen und schwerer. Flanke verhindert von Marcelo. Marco Asensio. Groß. So, jetzt haben wir den Raum. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Alles klar. So eine Scheiße. Er bekommt Hilfe. Nein. Kein Zweifel, wie viel Zeit haben wir noch? 72. Minute.
Oh, ich muss Pässe spielen, wenigstens Pässe mit Hunter. Aber ich komme... Scheiße, ich bin schon raus. Mist. Ja, dann simuliere ich den Rest jetzt. Das war ja eine Scheiße, Freunde. Restliche Spielzeit simulieren. Mann. Also manchmal ist es echt schwer, hier auf dem Schwierigkeitsgrad da adäquat noch Leistung abliefern zu können. Aber gut, so ist es nach halt, ne? Nach langem Warten hatten sie heute endlich ihren ersten Auftritt in der Champions League. Das war sogar Champions League, verfickt nochmal. Ja, hat Spaß gemacht, aber das Wichtigste für mich war das Resultat. Die Fans hier erwarten Erfolg in der Champions League und ich tue alles, was in meiner Macht steht, um das zu erreichen. Also heißt das, so richtig genießen konnten sie es nicht? So würde ich das nicht gerade ausdrücken, aber diese Momente gehören zu mir. Tja, da haben Sie recht, Alex. Danke fürs Gespräch. Gerne. Souverän, möchte ich mal behaupten, souverän. 6,7, ganz schlecht, ganz, ganz schlecht. Oh, und unsere Position in der Startelf ist sogar gefährdet. Das heißt, das nächste Spiel mit Hunter müssen wir übelst als ganzes Team spielen. So, wen haben wir denn da? Trainingsplan. Auch das schneide ich wieder raus, Freunde. Es interessiert keine Sau, wie ich hier trainiere. So, Freunde, da sind wir wieder am Start. Und in diesem Training ist es deutlich besser gelaufen, wie wir hier gerade sehen können. Ich habe zweimal wieder A geholt. Okay, dann wollen wir mal gucken, wie es hier weitergeht. Die Challenge ist immer noch gesperrt, natürlich. Aber wir werden definitiv im nächsten Spiel wieder mit dem ganzen Team spielen, weil das ist ja... Oder? Ich weiß es nicht. Ich würde es echt gerne mal irgendwie geschissen kriegen hier mit dem Dude. Wir spielen gegen Marseille. Ich weiß nicht, ist es auch ein Champions League Spiel? Muss ich jetzt gerade mal gucken, ich glaube nicht, ne? Doch, Champions League. Ja, das spielen wir mit dem Team. Ohne Scheiß. Also zwei Champions League Spiele hintereinander, das geht eigentlich gar nicht. Deswegen, Freunde, in der nächsten Folge geht es genau hier an dieser Stelle weiter. Bis dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssikowski. Mahlzeit, Freunde, wir kommen zurück zur nächsten Folge FIFA 19. Wir spielen heute in diesem Spiel mit Alexander und dem gesamten Team in der Champions League gegen Marseille. Und damit herzlich willkommen zurück. Wolf Fuß und Frank Buschmann melden bla, 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 bla. In schwarzen Trikots. Und es herrscht schon eine tolle Stimmung hier ist es Marseille? Herrlichen Stadion. Nee, ich also weiß es gerade nicht. Aber wir spielen in der Champions League. Und wir spielen wieder mit dem ganzen Spiel. Gegen Real Madrid. Da können wir eventuell nicht so viel machen. Von Olympique Marseille. Sie agieren heute ziemlich offensiv, ja, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Und ja, so natürlich. Real Madrid also in diese Partie. Kurzer Blick noch. So, wir wollen trotzdem gucken, dass wir unseren Teamkollegen öfters mal anspielen. Stürmer und klar, dass es über die Flügel gehen wird. Modric. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Das hat er gesagt, es geht über die Flügel, nichts geht über Flügel. Payet spielt den Klasse. Außer über Hähnchenflügel. Und jetzt die Chance. Der Ball geht zur Ecke, könnte gefährlich werden. So, für Ecke. Da holen wir mal einen aus dem Außenfield. Jetzt die Ecke. Payet. Wow. Klasse vom Torwart. Er pariert diesen. Ihn. Den hat er gut erwischt, aber der geht knapp daneben. Was war das denn? Da habe ich aber gerade nicht aufgepasst. Oh, und der Ball geht nach hinten. Alles klar, da oben kommt Bale. Orlando. Hier wieder Hunter. Okay, wir müssen mal gucken, dass er wirklich hier mit Isco den kleinen jungen Hunter anspielt. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht aber Marseille scheint gar nicht mal so verkehrt zu sein. Um hier zu einer Torchance zu sein, kommen. Hier. Spielen wir nach unten. Da ist mir doch reichlich jetzt viel Platz. Marcelo. Oh, Marcelo ist das. Ist gar nicht Angel. Hunter. Komm. Chance zur Führung. Oh. Oh, da hat nicht viel gefehlt. Tolle Chance, schön platzierter Ball am Ende einfach. Scheiße. Da habe ich aber voll daneben gehauen. Das war nicht so schön, scheiße. Aber das war auf jeden Fall die erste Chance mit Hunter. Isco. Und Isco spielt den geilen Groß. Hunter hier jetzt gleich an, so. Wieder zurück. Luka Modric. Und das ist der Ballverlust. Bale, das könnte die Führung geben. Ja, das wäre so fast Chance, gewesen. Abseits. Nein, er geht abseits. 6,2 die Bewertung. Das finde ich jetzt aber gerade ein bisschen übertrieben, dass es so wenig ist. Ja. Luis Gustavo jetzt.
Da steht er gut, er kann dazwischen gehen. Ach, fuck, wie ich immer die Luft anhalte, ey. Und jetzt Isco. Marco Asensio. Isco am Ball. Und jetzt der Schuss. Oh. Gehalten. Gehalten, aber das hat keine Vorteile gebracht mir gegenüber diesem Isco. Sanson. Dass der Mist jetzt hier nicht reingegangen ist. Und nun Luis Gustavo. Oh, faul. Vorteil, Spiel läuft weiter. Ja, und das ist auch gut so. Ja, das ist gut so, natürlich. Modric. Marco Asensio. Alex Hunter. Modric. Ah! Modric. Wenn ich hier so schon nicht punkten kann, muss ich wenigstens mit Pässen den Ball. Jetzt müssen Sie aufpassen. Warm halten. So, wir spielen hier aber einen guten, läuft ey. Der Ball immer weiter, suchen Sie die Lücke. Nee, oh. Aber sehr, sehr gut gehalten. Shit, hätte ich was gesagt. Komm, lauf. Marco Asensio mit Platz. Hunter. Hunter. Fuck. Sanson. Mann, was war denn das jetzt wieder für eine Eierbirne hier? Eine Eierbirne. Rami. Super dazwischen gegangen. Komm. Zurück. Und die Situation geklärt. Mann, ich wollte den so schön zurückspielen. Also in der UEFA Champions League, Buschi, man merkt es an der Atmosphäre, es zählt wirklich jedes Spiel. Ein Wettbewerb, in dem du dich nie... Schussversuch! Da ist es für doch! Sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung da ist es doch, schön von... Auf. Sie liegen vorn und können jetzt der Partie Isco vorgelegt, meine Fresse. Das zeigt er, was er kann. Das hat Hunter klasse gemacht. Ja, nicht nur Hunter, auch der andere Dude. Wichtig für Real. Damit liegen aber ich weiß vorne. Nicht, warum das jetzt nicht so sehr gestiegen Sanson. Ist, diese ganze Geschichte hier mit dem Kollegen. Ich habe den doch jetzt mehr... Oh, doch, ich habe nichts gesagt. Ich wollte gerade sagen, ich habe den doch jetzt mehrfach angespielt und so mit und bla Runde. Und alles. Hin zum was Kunst. Packt der Unparteiische drauf? 2 Minuten. Toni Kroos. So. Isco jetzt am Ball. Isco spielt den Ball. Es geht manchmal um 10 schon wieder Sekunden dieses scheiß Abseits, Mann. Ich hab's noch gesehen, in dem Augenblick, wo ich den Knopf gedrückt habe. Mann! Ah, und das war die erste Halbzeit. Knappe Pausenführung. Knappe Pausenführung, ja. Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun hier. 1-0. Wir haben wenigstens das erste Tor gemacht, das Führungstor mit Alexander. Und unsere. Mit der Führung in die zweite Hälfte. Weiter geht's. Unser Balken bei Isco ist auf jeden Fall auch schon derbe ganz. Ganz gut derbe gefüllt, ganz derbe gut. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Das war nicht so gut. Ah, ärgerlich, Ballverlust. Erzählt er gerade davon, dass die Zuspiele sehr gut sind. Die UEFA Champions League ist natürlich immer eines der Hauptziele. Das macht diese Vorrundenpartie heute dann auch so interessant. Die Frage ist, wo steht Real aktuell? Oh, knapp. Gottes Willen doch. Und den Ball hat er sich geholt. Was war das jetzt wieder für eine Aktion? Payet. Ball kommt rein. Gut aufgepasst, der hat die Flanke. Boah, war das knapp, Alter. Shit. Eine Komm. Gute erste Hälfte hat er da gespielt. Ja, kurz vor der Pause hat er sie in Führung gebracht. Das war natürlich extrem wichtig. Eine sehr gute Aktion von ihm. Lauf doch mal mit hier, einer. Gibt's auch nicht. Die größte Stärke kann auch nicht von sein. Gareth Bale ist natürlich seine unglaubliche Schnelligkeit. Ja, das macht's dann für jede Abwehr schwer, ihn über 90 Minuten das war knapp. Kommt er einmal ins Laufduell, ist er im Grunde weg. Oh. Das könnte gefährlich werden. Das war auch gefährlich. Gibt's eine Auswechslung bei was der war das? Ja, da komm, dann wechseln wir direkt aus. Jetzt vielleicht die Chance zum Ausgleich. Hunter? Nein, wieder ein paar Anweisungen anstatt. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hinten. Oh, ich dachte gerade, es hatte geklingelt. Ich habe meine Anweisung auf jeden Fall schon erfüllt. Moment mal gerade. Okay, da musste ich gerade noch mal kurz ein bisschen was austesten. So, erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Hat aber alles geklappt. So, gut, wir haben den Ball am Start. Jetzt müssen wir nur noch zusehen, dass wir den irgendwie schön verteilt kriegen hier. Modric. Isco jetzt.
Guter auch Pass. Dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Ja, es müsste mal eine zündende Idee kommen. Schade. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. 7,9. Also meine Bewertung ist auf jeden Fall gut. Oh, hier wieder der Schnelle. Marcelo geht hier dazwischen. Und wieder Isco. Isco jetzt am Ball. Schönes Passspiel hier von den beiden. Sehr gut. Nun Isco. Oh, wenn der durchgekommen wäre. Sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Er versucht's. Oh. Da zeigt er, dass er ein echter Rückhalt ist für diese Mannschaft. Guck dir das an. Entschärft diese gute Chance per Hechtsprung, Buschi. Klasse Aktion. Ja, schade. Alles richtig gemacht. So, wie haben wir es denn gelernt? Groß mit der Reingabe. Da können Sie erstmal klären. Nein, und noch ein das war nichts. Auswechslung Bale. Fantastischer Support. Das okay, wir gehen nochmal rein. Nur ganz, ganz selten. Also was die Fans hier zeigen, ist ganz, großes Kino. Wir haben den Ball. Die Anhänger auf den Tribünen, die geben hier von der ersten bis zur letzten Sekunde wirklich alles. Ah, und nochmal eine Ecke rausgeholt. Oh, Abseits. Auch knapp im Abseits. Jetzt nimmt er den Wechsel vor. Und das gibt Vorteil für Real. Hunter. Könnt was mit. Und er schießt. Oh. Abgefälscht und trotzdem noch gehalten. Abseits. Was? Schon wieder? Was ist denn mit diesem Abseitsgedöns hier los? Also den hält nicht jeder. Da muss man doch irgendwie mal eine Wahrscheinlichkeit einbauen, dass das irgendwie 10-mal Abseits in einem Game, Alter. Die Schlussphase läuft und so langsam wird's eng für Olympique Marseille. Olympique Marseille heißt dieser Verein. Vielleicht geht ja doch noch was mit diesem dieser Isco. Der andere dreht ihm einfach den Rücken zu. Tovar. Hua! Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Guck mal, können wir da. Guck mal hier, ich grätsch noch voll rein. Oh, ich hab ihn noch abgefälscht. Kurze Ecke jetzt. Nächste wieder Chance. Ecke. Noch eine Ecke. Er holt sich wieder einen hin. Jetzt die Ecke. Germain. Nein. Ja, und so geht's natürlich. Das war nichts. Nee, das ist harmlos. So geht's natürlich nicht. Nein. 84. Minute. Und es bleiben noch 5 Minuten. Jetzt haben sie den Ball verloren. Nochmal gerade ein schönes Passspiel eingeheimst. Weiter auf durch diesen Kopfball. Auf den späten Ausgleich in dieser Partie. 8,1 unsere Bewertung hier am Ende des Spiels. Sakai. Okay. Wird's jetzt gefährlich. Oh shit. Hier. Da kommt der Steilpass. Unfassbar. Sie packen es doch noch und gleich hinaus. Und hier nochmal der Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit. Damit hätte ich bin noch rausgekommen. Keiner mehr gerechnet. Die haben sich nie Scheiße. Und belohnen sich dafür. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Und Isco. Ach Mann, echt. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Das schaffe ich doch niemals. Germain. Das Spiel ist gleich vorbei, aber sie bekommen noch die Chance. Damit könnten sie gewinnen. So, das ist es. Das ist der Sieg. Unentschieden. Der zweite Sieg. 6 Punkte, Traumstart. Der Sieg? Ich würde mal sagen, die ersten Fans fangen hier an zu träumen. Die Spieler sollten, und dafür wird der Trainer sorgen, auf dem Boden bleiben. Das verstehe ich jetzt nicht. Warum hat er denn jetzt hier gerade von Sieg geredet? Leistung 7,7 ist gefordert, 8,1. Ja, bricht den Bann, gewinnt das Spiel. Das haben wir jetzt nicht geschafft, Alter. Scheiße. Aber immerhin habe ich ein Tor geschossen mit Alexander. Das dürfte mich in der Gunst auf jeden Fall ein bisschen weitergebracht haben. Ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell aussieht. Ich glaube, jetzt kommt definitiv erstmal ein kleines Video. Nein, vielleicht nach unserer Informationsgeschichte hier. Oh, guck mal, unser Partner ist schon richtig gut am Start. So. Und wir kriegen dadurch echt einen richtig geilen Bonus. Mal gucken, wenn wir danach auswählen. Ja, am besten wäre natürlich, wenn ich mit allen Mentoren diesen Status erreichen könnte. Ah, hier haben wir das geforderte Video.
alles okay. Keine Sorge. Der Trip macht ihm Spaß. Gut. Jetzt weiß ich auch, wie du dich immer vor einem Spiel fühlst. Ma, du schaffst das. Alex. Bea. Oh, und Sie müssen Mrs. Hunter sein. Catherine. Ah, angenehm. Bea. Und das ist mein Großvater, Jim Hunter. Ich weiß, wer Sie sind. Es ist eine Ehre, Sie kennenzulernen. Nein, bleiben Sie sitzen. Ich wollte Ihnen nur die Hand geben, wenn ich darf. Angenehm. Das hier drüben ist mein Assistent, Maximilian Luis. Para servirlos. Und das hier ist der Marketingchef bei Villanova und Partner, Francesco Exposito. Buongiorno, freut mich sehr. Ich dachte nicht, dass so viele kommen würden. Nun, sollen wir loslegen? Tja, dann also, machen Sie mal ein bisschen Marketing hier, oder was? Zusammenfassend. Wir präsentieren Alex als Wolf, indem wir seine Intuition und seine Intelligenz auf dem Platz betonen. Das verbinden wir mit der Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Francesco? Für mich symbolisiert der Wolf hier eher, dass Alex Teil eines Rudels ist und kein Einzelkämpfer. Und das gefällt mir nicht. Wie siehst du das? Was denkst du? Das überlasse ich den Experten. Ich überlasse das den Experten. Ich denke, das Logo passt perfekt zu dir. Wirklich? Ich kleinen Katzen. Denke, mir fehlt da... Ja, da fehlt ein... Ja, ich schlage vor, da wir uns nicht einigen können, dass Catherine das Feedback einbaut und die Idee überarbeitet. Und mein Team und ich denken uns eine Alternative aus. Und dann versuchen wir es nochmal. Ich denke, okay. Das klingt doch fair. Sehr gut. Exzellent. Ja. Tja, und wir spielen hier mal gerade weiter als Danny Williams in der nächsten Folge, oder was? Oder machen wir das noch in dieser Folge? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, wir sind schon zu Ende mit der Folge. Sind wir nicht? Ich habe den Überblick ein bisschen verloren. Okay, wir spielen einfach weiter. Katze sagt, wir spielen weiter. Dann spielen wir weiter. Sollte das Ganze irgendwie so sein, dass ich schon hätte abbrechen müssen, dann lasse ich es einfach als zweiten Teil dieser Folge weiterlaufen. So, und wir spielen das Danny Williams. Er ist wieder am Zocken zu Hause. Kleinen Katzen. Krieg langsam wirklich Hunger. Das heißt, diese Folge mache ich noch zu Ende. Und dann wird sich da mal erstmal ordentlich ein kleines Frühstück gegönnt. Alles klar. So, neue schwarze Jeans. Wow, alles klar. So, wir sind in Manchester und wir machen Bitcoin-Training. Ein kleines Video. Boah, ich dachte für eine Sekunde, das wäre die Fernbedienung. Das dass wir uns nicht begegnen. Oh ja, wäre peinlich für dich gewesen, gegen deinen Ex-Verein rauszufliegen, ja, dir ja. Den Traum von der Champions League zu versauen. Ja, ja, das wäre für mich unerträglich gewesen, echt jetzt. Vergiss es. Immerhin musst du gegen da reibt sich aber eine am Mikrofon. Komm schon, ein Bruderduell ist doch super für die Medien. Ja, ach so, das ist die Szene, die wir schon mal gesehen haben. Jetzt müsste es ja gleich klopfen. Das ist Michael. Taylor? Hey, sei mal lieber vorsichtig, Mann. Der hat wirklich schon so einiges verbockt. Okay? Ich persönlich trau dem nicht so richtig. Okay, wer bist du, meine Mom? Ich melde mich, okay? Und wer ist es? Michael. Noch Zeit. Ach, tut mir leid, überall war Stau. Wie sieht es aus? Ja, das ist gut, spannende Auslosung. Ich mach die Tür für dich zu. Nivell, ja, klar, dass Hunter den Goal ist. Der erinnert mich an diesen Jungen aus der Schule. Diesen Möchtegern-Fußballer. Wie hieß der noch gleich?
Was? Magas? Diese Möchtegans sind alle gleich, Mann. Magas hat damals 20 Übersteiger gemacht und ist dann über seine Schnürsenkel gestolpert. Und jetzt? Seine Karriere ist vorbei. Das war's bei ihm. Okay, Danny, ich habe mich gerade mit einem Bekannten getroffen, einem Makler. Ja? Er hat das perfekte Haus. 4 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, 1 Sauna und 10% Rabatt. Ist das dein Ernst? Ein Link hat's auch getan, oder? Aber hier kannst du nicht ewig bleiben, oder? Sieht nicht gerade nach Premier League aus, oder? Sieht eher nach Kreisklasse aus. So ein Haus würde dich inspirieren, oder? Sonny. Es würde nicht nur den Sponsoren Respekt einflößen, okay? Ja. Zeig ihnen, dass du auf dem Weg nach oben bist. Denk darüber nach. Ich melde mich, okay? Ja, ja, okay. Danke, Michael. Was meinst du, Mann? Klingt ziemlich teuer, aber bei deinen ganzen Geldanlagen und so sollte das drin sein. 3 Badezimmer? Wer braucht 3 Badezimmer? Wird mich nicht überraschen, wenn Taylor nur an seinen Profit denkt. Was? Nein, das wird er nie machen. Der ist okay. Ich halte ihn für zwielichtig. Mhm, ich auch. Wie auch immer, du hast eh Wichtigeres zu tun. Überleg dir, wie du mit Terry in der Champions League umgehst. Früher hat er dich platt gemacht. Ja. Ja, ja, aber wir sind keine Kinder mehr, oder? Nein. So gefällt mir das. Diesmal läuft sicher alles anders. Wir beenden das Ganze erstmal hier an dieser Stelle. Das war's für heute. Wir steigen morgen an dieser Stelle wieder ein. Oh, wir haben uns sehr krass verbessert von den Attributen, ja. Ich gucke mal, was morgen ansteht. Ja, ein Spiel gegen Leicester. Alles klar, da werden wir nice abräumen. Wir befinden uns gerade auf dem 3. Platz in der Tabelle, sehe ich gerade. Punktgleich mit Leicester. Die auf dem 4. Platz sind. Das heißt, wir müssen gewinnen. Und das werden wir auch. Aber erst morgen. Bis denne. Tschüssikowski.